Da, da tut ihn noch. Okay. Rein. Okay. Okay. Gut, gut. So ein kleiner Test. Ich weiß, das doppelt Bivibag ist nicht atmungsaktiv und alubeschichtet, aber ich teste das jetzt mal so, weil ich mit dem Gedanken spiele, das doppelte PTX teilzuholen. Ich habe hier lediglich einen Sommerschlafsack, Komforttemperatur 15, Limit 9. Eine Rollisomatte von Decathlon, so eine ganz günstige, und eine kurze Isomatte in Torsolänge auch von Decathlon und halt so ein aufblasbares Kopfkissen. Ich lege mich jetzt hier für ein halbes Stündchen rein und dann schaue ich mal, wie das funktioniert. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen zugezogen, dass ich einigermaßen hier dicht verpackt bin. Ich fühle mich wie in der Thermoskanne. Und es wärmt schon. Trotz meines Sommerschlafsacks wird es hier schnell warm. Ich hoffe, ich komme nicht zum Schwitzen. Mal schauen, wie das wird. Also, ich muss zugeben, das Teil ist voll gut. Nur, es wird recht schnell recht warm. Und die Feuchtigkeit bleibt drin. Deswegen muss ich noch überlegen. Es wäre nur noch der Außeneinsatztest.